Diesmal sind wir hier im Tierheim in Röhrsdorf. Manni braucht ein neues Zuhause, hat keine schöne Geschichte hinter sich. Ich sage nur so diese klassische Kleinanzeigen-Geschichte. Dann ist er bei jemandem gelandet, der eigentlich keine Tiere haben durfte. Schwupps ging es hier eben ins Tierheim. Und das für einen Hund, der gerade mal 9 Monate alt ist, hat er natürlich eine ganze Menge Mist schon erfahren müssen. Jetzt ist er mittlerweile gut 1,5 Jahre alt. Und man kann sich ausrechnen, sind schon ein paar Monate, die er hier im Tierheim verbracht hat. Er sieht auch nicht wirklich gut. Das ist das zweite Problem. Er hat ein Sehvermögen von vielleicht 10-15% und braucht daher jemanden, der sich mit ihm beschäftigt. Also erfahrene Hundebesitzer. Wenn schon ein Hund vorhanden ist, noch besser. Also kein Problem. Er ist sehr, sehr sozial, orientiert sich auch an seinen Artgenossen beim Gassigehen, beim Spielen. Und insofern wäre es optimal, wenn wir jemanden finden würden, der Manni ein neues Zuhause gibt, der Hunde erfahren ist, der vielleicht schon einen Hund hat und sich einfach ein bisschen mehr Zeit vielleicht nimmt als sonst üblich, um eben Manni kennenzulernen, um Manni das Vertrauen zu schenken. Wie gesagt, gut 1,5 Jahre alt ist er und eigentlich ein ganz, ganz lieber, aber er braucht eine gewisse Zeit, um dann wirklich auch das Vertrauen zu Menschen herstellen zu können aufgrund seiner schwierigen Geschichte. Also, wer Manni kennenlernen möchte, der schaut hier oben in Röhrsdorf mal vorbei am Goetheweg und besucht ihn, lernt ihn kennen und vielleicht findet er ein neues Zuhause für Manni.